Hallo zusammen. Wie ihr sehen könnt, habe ich gerade meinen neuen Schatz abgeholt. Und ja, somit ist die Katze aus dem Sack. Es ist ein VW T6 geworden. Kein neuer, aber ein sehr guter Gebrauchter. Und mit einer Grundausstattung und mehr auch nicht. Weil das ganze Schnickschnackzeug brauche ich nicht. Es ist ein Radio dabei mit USB-Anschluss. Ja, Scheibenwischer, Blinker, Fünfgang, Lüftung, keine Klima oder sonstiges. Auch keine elektrischen Fensterheber. Wie gesagt, bin ich nicht so der Freund von. Auch hier wieder mit Laderaum-Trennwand, wobei ich diesmal wirklich am Überlegen bin, die rauszumachen. Aber das wird sich alles dann zeigen, wenn ich mit dem Ausbau irgendwann beginne, wo ich euch dann auch so mehr oder weniger immer auf dem Laufenden halte. Ja. Von vorne ist schon eine beachtliche Größe, muss ich sagen. Aber das war ja der Sinn der Sache. Diesmal ist es ja das Fahrzeug in lang und hoch geworden. Und hoch bedeutet wirklich hoch in dem Fall. Wie ihr seht, das war ein Handwerksauto, was jetzt als Leasing-Rückläufer zurückgekommen ist. Und mit diesem großen Kunststoffdach. Beim Einsteigen von der Schiebetür aus muss man trotzdem mit dem Kopf aufpassen. Hinten könnte man in eins durchrennen, weil die Flügeltüren auch von innen zu öffnen, finde ich übrigens sehr schön. So, die gehen halt auf der kompletten Höhe auf. Was vielleicht auch ganz interessant wäre, falls das Bett im oberen Bereich wäre oder wie auch immer, dass man schön hinten rauslinsen kann auf der ganzen Fläche. Ja, nach vorne hat das Ganze dann noch ein, wie heißt das denn? Stauraum über der Fahrerkabine hier. Wie man sieht, das muss auch behandelt werden, gar keine Frage. Aber so von der Grundsituation ist das hier ein sehr gepflegtes Fahrzeug. Es ist Scheckheft gepflegt. Und hat auch erst 50.000 gelaufen. Wird 5 Jahre, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Und gibt eigentlich erstmal nichts zu meckern. Es sind Ganzjahresreifen drauf, TÜV ist neu, Inspektion ist neu. Und alles, was hier hinten drin ist, sind eigentlich mehr oder weniger optische Mängel, wo ich aber definitiv mit leben kann. Wenn man die Türen aufmacht, die man übrigens auch ganz bis zur Seite noch aufklappen kann, dass die komplett aus dem Weg sind, hat man mal hier so das Gefühl, wie groß die Kiste wirklich ist. Ja, die Namensgebung habe ich mich nicht so schwer mitgetan, wie ich dachte. Es wird meine Hope. Denn die Hoffnung stirbt zuletzt, hat mir neulich jemand geschrieben, fand ich sehr schön. Und ich hoffe, Hope, was ja Hoffnung heißt, hält sich daran und wird lange, lange halten. Ja, was auch schön ist, Anhängerkupplung ist schon dran gewesen. Und innen drinnen die Verkleidungen an den Wänden hier. Das ist alles dieses ganz leichte, was ist das, Plastik. Ne? Und das kann man zumindest als Schablone weiter benutzen oder vielleicht sogar, dass ich da noch irgendwas mit mache. Aber wie gesagt, das ergibt sich so beim Ausbau. Es wird auf jeden Fall wieder ein Camper. Und ich möchte versuchen, mehr oder weniger einen kompletten Hausstand da reinzubekommen. Was auf der Fläche eigentlich machbar sein sollte. Aber auch das ergibt sich beim Ausbau selber. Da werde ich euch auch dann das ein oder andere mal zusammenschneiden. Nicht den ganzen Ausbau, also ich werde keine einzelnen Ausbauvideos machen, sondern einfach so die Fortschritte zwischendurch mal zeigen in separaten Videos oder einem zusammengefassten. Das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Es ist der Brot- und Buttermotor, 2 Liter, Diesel, 102 PS. Ohne AdBlue war mir persönlich wichtig. Ich weiß, umwelttechnisch wäre AdBlue besser, aber die Motoren sterben halt auch früher. Und das möchte ich eigentlich vermeiden.
daher nur Euro 5 und nicht Euro 6D Temp. Aber ich kann mit Euro 5 ganz gut leben, was mein Gewissen angeht, da das ein reines Freizeitfahrzeug ist und alles, was unter der Woche an Fahrten zu erledigen ist, mache ich sowieso schon mit Fahrrad. Also daher ist das als Urlaubsfahrzeug, glaube ich, immer noch besser, als wenn ich zweimal im Jahr irgendwo hinfliege. Naja, ich würde sagen, soweit, so gut erstmal. Das nur so mal als kleines Hinweisvideo, wo es jetzt letztendlich hingeht. Ich bin ganz begeistert von dem Fahrzeug und freue mich, da jetzt demnächst die ersten Touren mitzufahren. Und wenn ich nur eine Matratze reinschmeiße, ganz egal. Jetzt geht's weiter. Ich hoffe, das war so als kleines Infovideo für euch okay. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal, euer Markus.